Test. Ja, herzlich willkommen, ihr lieben Schamanen, Transformierer, Forscher und emotionalen Tieftaucher. Ich freue mich riesig, für euch heute einen weiteren Kurs in SAR Shaman Emotion Robics anbieten zu dürfen. Seid ihr bereit? Dann gehen wir in den Mutter-Erde-Schritt. Los geht's! Und step, Mutter-Erde verbindet euch. Ja! Und wir haben wieder Gäste, die ihre CDs anhören. Yeah, begrüßt sie. Ihr seid mutig. Danke, dass ihr dabei seid. Okay. Und ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was über SAR. In diesem SAR-Workout bist du ein Emotionaut. Im Kosmos der Emotionen, wo all deine Anteile wohnen. Kosmos, Emotionen, wo all deine Wächter wohnen. Ein Besuch dort könnte sich wirklich für dich lohnen. Da werde ich jetzt hinreisen, sie werden sich mir aus. Sie sind in meinen Strategien gebunden. Find ich sie, dann hab ich mich selbst gefunden. Ich fühle in meinen strategischen Zwängen, lokalisiere die Wächter der Enge. Emotionale Knoten finden und segnen, meinem obersten Karma Wächtern begegnen, anzunehmen, was ich vor Anbeginn buchte, wonach ich hier so lange suchte, Frieden zu schließen mit diesen Anteilen, zu verstehen in Sekunden von Bruch, teilen den Wächtern neue Order geben, nicht gegen, sondern für mein neues Leben, so gebe ich mir selber den Segen, so gebe ich mir selber den Segen. Ich gebe mir Segen für mein wahres Leben. Mein eigen Leben hat wieder Segen von mir. So, das waren die wichtigsten Infos über die Session. Ja, die Emotionen, die kommen aus dem Ego-Universum. Und von daher will noch jemand wissen, wer er ist. Aber ihr wollt sicher alle wissen, wie viele. So, jetzt geht's um dich. Bist du bereit für deine Reise zur Angst, zu deinen Wächtern? Der Gegenpol zur Liebe. Die Grundfrequenzen der vierten Dimension, der Dualität unserer Forschung auf der Erde. Spürst du die Angst? Sie ist verbunden mit deinem karmischen Emotionsspeicher. Dieser wiederum beinhaltet alle traumatischen Knotenpunkte deiner emotionalen Forschung über alle Leben auf der Erde. Jedes Mal, wenn du blutend im Dreck lagst und dir geschworen hast, dass dir so etwas nie wieder geschehen wird, ist ein Knoten mit Wächter entstanden. Sei bereit, einem deiner Wächter zu begegnen. Fühle die nackte Angst, wie schon so oft in deinen früheren Leben. Angst, diese Stärke,
Wasser zu gehen. Die Angst hat sich verschleiert, vermehrt und fortgepflanzt. Ihre Gene sind verändert und heißen Ärger, Wut und Hass. Installierten sich als Bypass. Ekel, Ablehnung und Panik. Es war unser neuester Trick und gab den Kick. So, wie geht's dir? Bist du bereit für den nächsten Schritt auf deiner Reise? Fühl die Erde, fühl den Bass. Lege die Hand deines Handelns auf dein Herz. Gib den Widerstand auf und signalisiere, dass du nicht mehr aus der Angst heraus im Außen handeln wirst. Lege deine Hand des Herzens auf dein emotionales Zentrum, da, wo dein Brustkorb kurz vor dem Bauch aufhört. Verbinde dich mit dem hohen Selbst und öffne deine inneren Augen für alle Leben, aus denen du je auf die Erde geblickt hast. Zoome zurück, deine Sicht höher, damit du möglichst viel erkennen kannst. Jetzt öffne dich für die Angst und derer Mutationen deines gesamten Seins in der vierten Dimension. Bereite dich darauf vor, diese Energie aus deinem Körper über Hals und Stimme aus deinem System auszuleiten. Sei dir bewusst, es geht nicht um Anstrengung oder Kraft, sondern nur um deine Entscheidung. Der freie Wille ist die oberste Direktive unseres gesamten Seins. Jetzt gib der Angst deine Stimme, nicht gegen etwas oder gegen jemand, sondern für dich. Wie klingt deine Stimme? Öffne dich für deinen Ärger, bis zu deiner Wut, bis zu deinem Hass. Spüre noch einmal, was Ekel, Ablehnung und Panik bedeutet. Lasse kommen, was ich zeigen mag. Drück es aus in einer tiefen Umarmung und größten Respekt zu dir als zeitloses Wesen in der Forschung deiner Emotionen. Verstehen kann. Ich liebe mich so wie ich bin, mein Yang genauso wie mein Yin. Alles zusammen, das bin ich und alles das ist göttlich. Ich bin göttlich, du bist göttlich, wir und es ist göttlich. Ich mach jetzt Schlussstrich, einfach göttlich. Wirklich, wirklich, wirklich. Angst ist Illusion, Angst macht dich zum Klon. Sie lacht dich aus, aus Hohn, verschleiert durch Abstraktion. Wieder jede Argumentation. Ich
Ich lade meine Schatten ein, bedingungslos bei mir zu sein. Ich sehe das Dunkle in mir an, damit ich es verstehen kann. Ich liebe mich so wie ich bin, mein Yang genauso wie mein Yin. Alles zusammen, das bin ich und alles das ist göttlich. Ich bin göttlich, du bist göttlich, wir und es ist göttlich. Ich mach jetzt Schlussstrich, einfach göttlich. Wirklich, 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 Angst ist Illusion. Angst macht dich zum Klon, sie lacht dich aus, aus Ruhm. Verschleiert durch Abstraktion, wieder jede Argumentation. Ich bin ein Emotionaut, mit einer ehrlichen Haut. Zeige euch all die Emotionen, die in mir wohnen. So kann ich mich befreien und mich einreihen in unser wahres Sein. Denn in Wahrheit waren wir nie allein. Ja, nie allein. Hey, schau dich mal um, wenn alles um dich rumsteht. Was für wundervolle Seelen. Es geht um die Lösung der strategischen Emotionen, eine Umprogrammierung deiner alten Dämonen. Die Strategie hat zwei Seiten, das Ja und das Nein. Dein Leben, deine Wahrheit oder weiter im Schein. Heiligem Sein, mit heiligem Schein. Jetzt kannst du wählen, dich freuen oder quälen. Lasst uns erkunden, derer Frequenzen quellen. Ein Schalter im Gehirn schaltet ein Dreigestirn. Ja, nein und vielleicht, wenn es dann vergleicht mit all den Situationen, unheiligen Reflexionen und dann wieder voll in die Emotionen. Ich bin ein Opfer, sogenannter Klopfer. Da klopfen alle drauf, im Spießrutenlauf. Darum ist ja alles sinnlos, ganz ausnahmslos, respektlos, trostlos, wertlos, würdelos, wirkungslos, trublos, hilflos, los, 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 los. Opfer sinnlos, resigniert, Sorgen mit Leid, Schuld und Trauer, legt den Schalter um, und zwar mit Power. Wow, ihr geht echt tief. Das ist sehr mutig. Bleib jetzt bei dir. Spüre, wie dein Körper bebt, wie sich die Verkrustungen aus den Zellen lösen. Atme tief bis in dein Becken hinein. Sei dir bewusst, dass du im Leben immer wieder genau an diese Schmerzgrenzen geführt wirst, um zu erkennen, was sich in deinem Inneren noch alles versteckt. Die Angst davor hat dich immer wieder daran gehindert, hinzuschauen. Und genau das geht jetzt nicht mehr. Alles wird sich offenbaren, um erlöst zu werden. Ein Schlüssel dafür ist, deine strategischen Emotionen bewusst zu verstehen und zu lenken. Der alte Weg ist die Trauer über Sorgen und Mitleid zur Schuld oder als Opfer über die Sinnlosigkeit in die Resignation. So ist es Zeit, dich zu entscheiden. Nimm deine eigenen Hände und streiche alles aus deinem Körper heraus, was nicht hineingehört. Klopfe, knete ihn. Sei dir deiner heilenden Hände für dich selbst bewusst, denn es ist deine Entscheidung. So hast du tief geforscht in diesem Feld der Emotionen der Angst. Verneige dich noch einmal vor dir selber für diese Forschung. Und dann wird es Zeit, sich der anderen Seite zuzuwenden. Der lichte Gegenpol dazu ist die Freude, offen und gelassen zu werden, um sich und der Welt in Frieden zu begegnen. Der Existenz und deinem Weg wieder zu vertrauen, neufreudig auf der Erde zu sein, bis zur Ekstase zu leben.
so entscheide dich jetzt dafür, wieder zur Freude zu finden, wieder dieses Wunder Erde zu sehen, das Wunder einen Körper zu haben, die Natur, die Tiere, die Elemente, hier einen Platz auf diesem Juwel zu haben, dabei zu sein, ein Teil zu sein von diesem wunderbaren Projekt Erde und all den wunderbaren Seelen, die daran beteiligt sind. So weite dein Herz und sei bereit zu empfangen. Ich freue mich jetzt, auf der Erde zu sein. Ich weiß, ich bin geschätzt und war hier nie allein. Ihr habt mich bedient nach Strich und Faden. Wenn ihr erschient, bröckelten meine Fassaden. Ich bat euch drum, mich zu nehmen wie im Sturm, um tiefer zu reisen, die Emotionen zu preisen. Derer ich hier studierte, tausendmal dabei krepierte, mich verlor und wiederfand als emotionaler Dilettant. Ich arbeitete ab, was ich mir auferlegte, all meine Abwege als Generalstratege. Bis ich den Schlüssel wiederfand, mit meinem Verstand nicht in der Hand, da hatte ich etwas abgelegt, was mich immer wieder tief bewegt. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, meine wahre Geschichte, die zu erfahren, gib mir Vertrauen, denn bald werde ich hier alles durchschauen. Nicht nur ich, sondern alle Brüder und Schwestern, von heute, von morgen und auch von gestern. Ich hab die Freude bei mir zu sein. Oh ja, sein. Das Leben ist so wunderschön. Könntest du's nur mit meinen Augen sehen? Ja, könntest du's nur mit meinen Augen sehen? Ja, wirklich wunderschön. Das Leben ist so wunderschön. Bist du dabei? Mach dich die Schönheit frei. Dann gibt es kein Zurück, wenn alles hab das Glück, bei mir zu sein. Ja, ich bin glücklich, hier zu sein. Das Glück ist so wunderschön. Könntest du nur mit meinen Augen sehen.
für dich ein, um immer an deiner Seite zu sein. Ich hab die Liebe bei mir zu sein. Ja, ich liebe es, hier zu sein. So, ihr Lieben, danke, dass ihr bis daher durchgehalten habt. Zum Abschluss dieses Workouts habe ich noch ein besonderes Geschenk an euch. Ihr bekommt von mir ein geheimes österreichisches Gleichwertigkeitsmantra geschenkt. Es gibt übrigens eine gleichnamige Gruppe auch in Bayern. Also, die Bayern-Homs drauf. Meine Geheimwaffe, wenn das Außen wieder spinnt. Und es mir sowas von wurscht ist. Schau, Mama, dann sehen wir schon. Hola, Trio, tolla, Trio. Hei, der Tag, morgen ist wieder einer dran. Und ich bin noch da. Ja, weiß mir wurscht ist. Amen. Auch so, ja, ist es eins, gewiss, gewiss, dass es mir wurscht ist. Ist eins, gewiss, gewiss, dass es mir wurscht ist. Denn ich vertrau in mein Sein, wird's auch, das wird mich freien, denn wo sie wohnen, wird immer mehr und mehr. So macht die Wurst auch gleich was her. Jo, jo, jo. So macht die Wurst immer Wurst, ist auch gleich was her. Dies ist nicht schwer. So macht die Wurst immer Wurst, ist auch gleich was her. Dies ist nicht schwer. Oh, immer gegen den Verkehr, gell? Ach, schön. Ja, ich weiß. Ich bin ein bisschen anders da, gell? Was mir wurscht ist. Schau, Mama, dann sehen wir schon. Hola, Tri und Hola, Trio. Hei, der Tag, morgen ist wieder einer drauf. Und ich bin noch da. Weiß mir wurscht. Ah, wenn's auch so ja ist, ist eins gewiss, gewiss, dass es mir wurscht ist. Denn ich vertrau in mein Sein, wird's auch. Es wird euch freien, denn was ich wahrnehm, mehr und mehr, so macht die Wurscht. Gleich was her. Das ist nicht schwer, so macht die Wurst immer Wurst, ist ein gleich was her. Das ist nicht schwer, so macht die Wurst immer Wurst, ist ein gleich was her. Ach, ich liebe euch. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Dabeisein. Nehmt die Nachricht mit. Trainiert es, ja, die Musik abzählen. Das kann man immer wieder machen, wenn man es fühlt, ja. Wenn es wieder ein bisschen Freiheit braucht. Und raus aus dem Alten. Ich wünsche euch Liebe!